Ja, hallo, ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Green Project Folge, keine Ahnung, 32, 33. Oh, es regnet mal wieder. Sehr gut. Also dazu heiße ich euch auf jeden Fall willkommen zurück. Die gerösteten Kaffeebohnen werden hier weiter fleißig produziert. Ich habe gerade irgendwie das Bedürfnis nach einem Regenschirm. Ich weiß auch nicht warum, aber ich muss da. Ich meine, warum kann ich mir denken wegen dem Regen, aber irgendwie fühle ich mich, als ob ich einen bräuchte. So, wir brauchen ganz dringend mehr Hühnerfutter. Bevor wir irgendwas anderes machen, kümmern wir uns darum. Tierzucht, Hühnerfutter, frisches Gras und Bohnen. So. Dann nehmen wir die Sachen raus. Dann geht's los. Wir machen mal direkt 2, also 10 mal Hühnerfutter. Okay. Wir hatten gesagt, wir lassen die ganzen Hühner hier drin, dann machen wir das auch. Okay, jetzt sehe ich schon auf den ersten Blick, wir haben ja auch einiges zu ernten. Also jede Menge zu tun für mich. Ich wollte eigentlich den heutigen Tag fast ausschließlich mit Bäume pflanzen verbringen, aber... Ach herrje. Ja, ne? Also schon so einiges. Machen wir auf jeden Fall das hier noch. Weil dann können die ganzen Felder alle schon mal bewässert werden. Und regnen direkt wieder voll. Eigentlich so könnten wir da jetzt auch noch alles freischlagen, aber machen wir gerade nicht. Jetzt kümmern wir uns hier mal, kümmern wir uns mal um die ganzen Pilze. Dass hier nach Möglichkeit auch mal andere Sachen wachsen können. Danke für den Vorschlag. Vielleicht auch Sachen entstehen, die dann nämlich die Ratten selber direkt futtern können. So, ich sammle hier, glaube ich, gerade mal alles einfach schnell ein. Wenn eine Ratte mit dazwischen sein sollte, können wir dann ja gleich wieder rauslassen. Jetzt haben wir, glaube ich, alles. Ihr dürft wieder raus. Das Rattenfutter weg. Okay.
So, das Thymian lassen wir einfach stehen. Wir brauchen es ja jetzt erstmal nicht. Nicht akut. Okay, das sei dann mal das erste gewesen. Die Tiere sind versorgt. Wie schaut es bei den Beinen aus? Da steht auch noch Butter. Vielleicht machen wir hier mal das gleiche. Das, was ich wegschlagen wollte, ist weg. Das Schweinefutter müsste ich ja auch noch mal rüberbringen. So, jetzt gehen wir aber pflanzen. So, 1, 2, 3. Da kommt, glaube ich, der nächste hin. Jetzt haben wir die Eicheln schon mal alle verpflanzt. Jetzt machen wir mal eine schöne große Blumenwiese. Eigentlich gedacht. So würde ich das dann jetzt gerne so handhaben, dass wir immer 5 Felder dazwischen frei haben. 3, 4, 5. So. Und hier das Ganze dann so. Da müsste es sein, ja. Wahrscheinlich geht es doch schneller, wenn ich, weil ich habe ja alles auf Kurztasten, wenn ich das ohne hin und her laufen mache, sondern also jede Pflanze direkt auch einpflanze. Na egal, jeden Baum. Obwohl eine Blume ist ja eigentlich eine Pflanze, ne? Da 3 Stück noch einmal da. So, was haben wir denn als nächstes? Wir haben Ulmen, Ahorn. Ahorn haben wir eigentlich viel zu wenig. Ach so, das habe ich euch ja noch gar nicht gezeigt. Es gibt ja hier jetzt eine neue Statistik, wo man sehen kann, von welcher Pflanze man oder ja, wie viel man gepflanzt hat jeweils. Und da sieht man schon, ne? Ahorn, Ulm, Eichen, alles zu wenig und Zypressen sind halt echt viele. Deswegen werde ich jetzt auch mal noch keine Zypressen aussäen, sondern wir werden die Ahorne noch noch verteilen, die Ulmen, und dann machen wir erstmal Stopp. Hm.
sagen wir, da sind sie. Mit dem Ahorn an. Einmal hier. Mal jetzt wieder so ein bisschen. Wilder eher, nicht nach einem besten System. So. Und jetzt haben wir noch die Ulmen, die noch dran kommen müssen. Die wollte ich nämlich ganz gerne hier unterhalb. So, da gehen wir mal hin und machen auch wieder 5 Abstand oder machen wir. Wir machen 4. Unsere Hacke auch noch kaputt gegangen und wir müssen trinken und wir müssen essen. Ja. Da liegt ja alles aus den Augen. Wo haben wir sie denn da? Gras, Beitel, Bohnen. Okay. Schnauze voll, ich mach's doch so. Das andere ist mir zu sehr Fingerakrobatik. So und so. Jetzt fehlen uns noch 2. 3, 4. Alle Samen außer die Zypressensamen, die wir haben, verarbeitet. Jetzt haben wir hier ja noch so ein paar Fallen, die wir aufstellen können. Das machen wir mal hier. Holztruhe, was können wir da denn noch mit? Och, ich habe da eigentlich gerade gar keinen Verwendungszweck für. Maximal damit hin. Wer weiß, wofür wir die hier draußen noch brauchen können. Kompost ist deutlich in die Knie gegangen. Ne? Wir hatten gerade fast 50. Sind es noch 16. Ich muss also wieder die Komposter regelmäßig befüllen. Ja, ich würde sagen, wir gehen dann jetzt noch mal ein wenig hacken. Nutzen den Tag der
wo es geregnet hat oder wo es noch regnet. Aus oben. Den wollte ich haben. Vier Schläge sind das pro Feld. Ja, hier ist noch reichlich zu tun. Werden die natürlich noch nicht alle jetzt einpflanzen, gerade weil wir auch gar nicht so viel Dünger haben, aber vielleicht müssen wir auch noch gar nicht alles frei schlagen. Ach, obwohl. Was fertig ist, ist fertig, ne? So. Machen wir jetzt vielleicht erstmal nur den unteren Block. Sammeln noch ein, was wir hier auf die Schnelle. Oh, wir haben noch einige Eicheln. Das habe ich ja erst jetzt erstmal gar nicht so gecheckt. Können wir natürlich gleich noch aussehen. Ups. Ich hab's jetzt nicht mitgezählt, aber 3 oder 4 dürften das gewesen sein, ne? Vielleicht machen wir dann den Rest doch auch noch. Dann kriegen wir vielleicht noch mehr. Wahrscheinlich nicht eine einzige. Und hier machen wir jetzt mal das, was wir an der rechten Seite noch nicht gemacht haben. Das Ganze nämlich bis oben zu verlängern. Ach Mist. Einmal Dünger verschwendet. Wir haben noch keine einzige jetzt dazu bekommen, ne? Es ist. Okay, ja, jetzt. Jetzt wurden wir tatsächlich ausgebremst. Wir können hier nochmal den Salzstein aufsammeln, den Sand. Lass ich erst noch mal liegen. Hm. Warum sind es noch 4 Stück immerhin? Abstände nicht im Kopf. Deswegen machen wir das frei Schnauze. Okay. So, heute aber jetzt ein echter Pflanzmarathon. Jetzt kommen wir hier links noch in unsere Felder wieder was einpflanzen.
sagen, wir machen auf jeden Fall ein paar Mal Mais. Ein paar Mal Bohnen. Und den Rest mit Kaffeeboden. Waren das jetzt 2 für 6, 8? So, 10 mal Mais. Und jetzt geht's weiter. Der Rest wird mit Kaffeebohnen vollgepackt. Gut. Schon mal wieder zurück. Jetzt haben wir, ja, wir haben die Zange noch dabei. Perfekt. Können wir hier nochmal weitermachen. Schon, wir haben ja viel gepflanzt gerade. Aber es zählen ja auch tatsächlich die, die wir gepflanzt haben, sondern nicht erst die, die ausgewachsen sind. Okay. Gut zu wissen. Nein, ich wollte doch da nicht düngen. Was liegt denn hier oben noch? Da ist doch irgendwas, oder? Ja, keine Ahnung. Also die Hühner fressen so viel. Das geht gar nicht. Ich glaube, da müssen wir gleich mal ein paar von. Oh, die haben alles aufgefressen. Ei, oh mein, da müssen wir mal. Achso, habe ich ein Ei aufgenommen? Ja, ne? Ne, haben wir nicht. Eichhörnchen, was da sitzt. Ganzen Schwung Hühnchen. Tut mir leid für all diejenigen, die das jetzt nicht so toll finden. Spult einfach eine Minute vor. Aber die fressen mir sonst echt die Haare vom Kopf. Ich hoffe, die Minute ist noch nicht rum. Aber ich glaube nicht. So. Oh, es wird auch schon langsam dunkel. Dann haben wir die 8 toten Hühnchen und
Jetzt sind wir schon bei 11 von 99, also das funktioniert ganz gut. Ich bin echt gespannt darauf, was für Tiere wir bekommen mit den tödlichen Fallen. Nicht schlau, dass ich das hier alles wegsammle, weil ich will ja, dass es dann auch hier drin wächst, aber bis obwohl, ne, ich habe gerade gesagt, das tut's bislang nicht, aber ich sehe das wahrscheinlich einfach nur nicht, weil das zu schnell wieder weggefuttert wird. Und das müsste ich doch, ja, so kriegen wir es hin. Ich weiß, dass wir müde sind. War das so viel organischer Abfall? Nee. Hm. So, das können wir hier noch ablegen. Ebenfalls noch einige Sachen. Die wir ablegen könnten oder auch nicht. das bleibt, der Rest bleibt, glaube ich, erstmal. Thymian. Pilze legen wir auch mal erst hier rein, dann habe ich sie aus dem Inventar raus. Tomaten. Die sind auch nicht mehr lange gut. Was können wir denn nochmal mit Tomaten machen? Ach, schauen wir uns morgen an. Ich glaube Schweine. Die Mutantenfutter war das, glaube ich. Durst löschen. Dann essen wir noch was davon, bevor es schlecht wird. Ja, da kann man am nächsten Tag auf jeden Fall nichts mehr mitmachen. Ja, okay, dann sind wir für heute schon wieder durch. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Endlich mal ein bisschen mehr gepflanzt als gefällt. Und ja, sagt danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis bald, euer Krillo.